Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Foundation. Ja, in der letzten Folge haben wir unseren zweiten Schneider gebaut, weil unsere Kleidung sehr, sehr knapp wurde. Mittlerweile steigt die wie bekloppt. Wir haben den Jäger in den Wald gesetzt. Und unsere Taverne ist fertig geworden, mit der ich noch nicht wirklich gut zurechtkomme. Da müssen wir mal schauen, ob wir vielleicht nicht noch eine Erweiterung irgendwie hinbauen müssen und pipapo oder umbauen. Ich bin da noch nicht so ganz drin mit dem Teil. Aber diese Folge werden wir mal uns anschauen, wie das mit der Hopfenfarm hier läuft. Ich würde sonst den Platz hier zuweisen und ein bisschen was hier. Und dann halt schauen, dass wir hier nochmal ein Weizenfeld hinsetzen. Damit wir bald mal mit dem Braun anfangen können und Bier verkaufen. Weil ich glaube, das wäre gar keine schlechte Idee, um extra Einkommen zu machen, weil dann tun wir das hier in was Nützliches umwandeln, weil ich aktuell noch nicht weiß, wie sich das, was sich das bringt, das Teil. Also, ich weiß, dass du hier Essen produzierst, weil wir tun hier Mahlzeiten herrichten. Also wirklich checken, was das Teil hier macht. Ein Ort zum Trinken und Essen. Anzahl an Gebäudeteilen 8. Was machen die 8? Einkauf ist zugewiesen. Besucherzahl 0 von 12. Oder müssen die dafür Bürger werden? Ich weiß es nicht. Ich sag's euch, ich bin gerade echt. Wir machen hier Fragezeichen am Kopf. Gerade zu schaffen. Naiei. Und auf der anderen Seite haben wir bald keinen Platz mehr, weil wir brauchen mehr Lagerräume. Die Hopfenfarm ist fertig. Jawohl. So, dann würde ich hier mindestens. Oh, du hast. Achso, ich habe ja einen schon zugewiesen. Die zwei zuweisen. Dadurch, das ist so geil, wenn es auf Deutsch ist und absolut keinen Plan haben, was wir machen wollen. So, also, wir tun auf jeden Fall mal hier ein Feldteil zuweisen. Und hier auch. Bin mal eher gespannt, wie viel sie brauchen. Weil je nachdem können wir ja auch wieder reduzieren. Wir müssen immer schon. Ah, Wohngebiet geht nur bis da. Zum Glück. Komm, ich will den Hopfen sehen. Ich will den Hopfen sehen. Ich will den Hopfen sehen. Ich will den Hopf. Ich will den Hopfen sehen. Wer ist das? Wo geht die hin? Oh, das ist schon wieder einer von denen. Gib mir meine Hopfenmacher. Also Brot haben wir wie Tonnen. Das ist der Wahnsinn, wie das Brot über die Kasse läuft. Brutal. Haben wir die in der zweite Bäckerei auch gemacht? Ja, was ist denn das jetzt hier? Das ist der Käse. Ich bin mir sicher, wir hatten einen zweiten Bäcker. Ich kann mir gerade nicht vorstellen, warum sonst so viel Brot im Umlauf ist. Ich check's nicht. Einer hat sich beschlossen, uns anzuschließen. Kommt. Auf was wartet ihr denn? Bereite dich nicht drauf vor. Mach was. Ich konnte Hopfen nicht in der Nähe finden. Du sollst ihn auch pflanzen. Dann findest du ihn auch. Zu Bürgerlichen ernennen wir welche heute wieder. Weil es bringt uns alles mehr Kohle. Die Hope Growers werden mal abgegradet. So. Und Fischer und Käser und Fischer und Käser. So. Das wird jetzt nochmal Big Impact machen, weil es waren doch jetzt einige. Und ich hoffe, das wird auch nicht zu viel sein. Ich check sie nicht. Ich mach doch einfach was, bitte. Oh. Warum war auf Pause? Habe ich Leertaste gedrückt? Ups. So, jetzt sind die ja alle nochmal geupdatet. Die sollen jetzt verfickt nochmal was machen hier. Das geht mir doch richtig auf den Geist. Haben sie eigentlich mittlerweile alle hier angeschlossen? Ja, feine Leute. Und dann können wir euch zum Abbau hier auch noch bewegen, weil dann haben wir viel Fläche. Dann können wir nicht notfalls die Höpferitis auch umziehen lassen. Und die einen sind eher so unsere On-to-Go-Holzfäller, die immer dahin gehen, wo wir sie gerade brauchen. Einfach weil es der einzige Weg ist, um wirklich die Produktion so aufrechtzuerhalten, wie wir sie brauchen. Ja, jetzt sind wir wieder bei 200. Wohnhaus wurde ausgebaut. Jetzt wächst es auch alles wieder. Perfekt. Wunderschön. Wunderschön. Muna Bierne. Oder wie das auch immer heißt.
97. 60 Bürgerliche haben wir schon. Das ist... Weil wir haben 3 Neuankömmlinge. Ups, ich habe die noch nicht befördert. Also mal bei 230 an einen Neuankömmling. Das ist natürlich lecker Schmecker. Aber das mit dem Fisch geht mir auf den Geist. Wie viel Fisch ist denn hier aktuell? 17. Wie viel fische ich? Ich fische doch Tonnen. Wie viel sind hier drin? 5, 10, 5. Da sind alleine so viel Fisch drin. Ich sehe, was das Problem ist. Es ist ganz, ganz simpel. Die Leute, die für Fisch zuständig sind, haben Arbeiter zu wenig. Oder 2. Da passiert noch nicht viel. Obwohl ich irgendwie das Gefühl habe, dass ich das Brot runtergehen würde. Das ist, glaube ich, eher auch weniger. Wenn das Brot sinken würde, hätten wir echt ein Problem. Mach dir mal was! Hallo! Hallo! Herr Hopfinösen! Ich habe euch nicht angestellt, um blöd zu glotzen. Ihr sollt Hopfen pflanzen. Holy shit! Was ist denn jetzt passiert? Das nenne ich mal massives Wachstum, Jungs. Das könnte auch das Hexenhaus von nebenan sein, ey, ne? Also jetzt mal ohne Scheiß. Das könnte voll das Hexenhaus von nebenan sein. Machen die da eigentlich was? Oh, die bauen dann noch eine Hütte hin. Sehr nah an den Hopfenfarmen. Ah, das finde ich echt erstaunlich. Wachsen da die Sachen eigentlich auch wirklich? Also so wie das... Wie das Weizen? Das wäre jetzt mal sehr interessant zu wissen. Wäre auf jeden Fall mega krass. Den Baum könnt ihr doch bitte schön auch noch fällen, oder? Jetzt steht da noch so ein Drecksbaum. Welchen haben sie nicht gefällt? Diesen einen Drecksbaum. Aber wenigstens geht der Wald schnell nieder. Wie viele Wahrzeiten habe ich mittlerweile auf Lager? Will ich's wissen? 25! Ist klar! Alter! Alter, ihr habt hier voll viel Platz. Jetzt baut beschissene Häuser. Da ist ein Loch. Da ist ein Loch. Da ist Loch. Macht was draus. Ich würde ja gerne mit der Eisenproduktion anfangen. Ich überlege gerade echt, ob ich den kaufe. Aber ich brauche einen Sand. Da wartet mal kurz. Fisch. Sorry. Tschüss. Auf Wiedersehen. Geht mir aus den Augen. Also wir können natürlich das Gebiet hier kaufen und hier anfangen, Häuser hinzusetzen. So schlau? Fragezeichen. Weiß ich nicht. Ah, jetzt haben sie den Baum endlich weggekriegt. Ich glaub's ja nicht. Es können Wunder passieren noch, ne? Wunder können noch geschehen. Ach, schnell, das ist wahrscheinlich alles im selben Zyklus drin. Was macht der? Hallo? Hallo? Du bereitest dich... Ich war nicht lang... war nicht in der Lage, eine Unterkunft in der Nähe meines Arbeitsplatzes zu finden. Alter, willst du mich jetzt eigentlich komplett verarschen? Haus, 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 Arbeit. Du sollst einfach durchs fucking Feld durchrennen und bist schon daheim. Ah, das ist voll. Das ist auch voll. Das ist auch voll. Dann baut halt ein neues. Ich finanziere. Wir haben Geld. Aktuell haben wir Kohle. Das ist absolut kein Problem. Wir können auch Finanzierung über Zeit machen. Absolut kein Problem. Jetzt bin ich halt nicht echt überlegen, ob ich das kaufe oder das. Weil das ist Wirtschaftsbereich. Das ist Wohnbereich. Und ich glaube, uns geht der Wohnbereich eher aus als der Wirtschaftsbereich. Aber ich will das Eisen. Da ist kein Eisen.
Da ist höchstens Stein und Bären. Aber wenn ich dann die wiederhole, dann sind die wieder gepisst, weil ich das da abbaue. Menschen. Keinem kann man es recht machen. So. Das ist schlimm. Schlimm ist es. So, warte mal. Ich würde gerne dann ein, zwei Mal zu Bürgern machen. Einfach zu sehen, was es bringt, weil wir haben jetzt hier angeblich, wie war das? Sitzplätze für Besucher können wir 12 nehmen und haben einen Koch. Also muss es doch irgendwie funktionieren, oder? Also was ich auf jeden Fall machen werde, ist hier nochmal einen Weizenfarm hinsetzen und die hier anbauen lassen. Damit dann, wenn wir wirklich die Brauerei starten, auch immer genug da ist. Wir haben schon Hopfen. Bedeutet, es wäre erstmal interessant zu wissen, wo wird Hopfen gelagert. Essen. Bedeutet, wir brauchen einen neuen Essenslagerraum. Oder einen Speicher. Dann geht es jetzt hier nochmal einen Speicher hin. Bald kaufe ich den hier den Alkohol weg, weil ich so fertig bin mit diesem Spiel. Was das Schlimme ist ja, dass die Kosten immer weiter steigen, also auch für Territorium hier. 50 erhöht sich die königliche Steuer. Aber es werden dann 100 wahrscheinlich insgesamt, die wegfallen. Wäre immer noch top eigentlich. Machen wir das. Oh scheiße, jetzt fehlen mir 500 Gold. Da kostet auch wieder 50... Königliche Steuer 50. Das sollte ja eigentlich bei unseren Einkommen relativ gut klappen. Geld nach oben, bitte. Ich muss das kaufen. Hoch, hoch, hoch. Ja, fein. Ist doch scheißegal, ob wir das jetzt so machen oder so, denke ich mir. Wir werden schon nicht in den Bankrott landen, denke ich mal. Ich gehe jetzt einfach bis hier. Nochmal volles Wohngebiet hochziehen. Da können sie jetzt gern Häuser bauen. Warum ist hier... Ah, das war der Abbau. Der Wohnbereich. Der eine Baum, der da noch stand. Dann dürfen sie sich auch nicht mehr beschweren, dass sie keine Hütten haben. Es befiehlt... Was? So, okay. Mal hier kurz gucken. Stoff wird... Oh, Stoff wird knapp. Das ist ungut. Bedeutet, wir brauchen erstens noch einen Schäfer. Hey, jetzt gerade können wir nur bitte die zu Leibeigenen befördern. Der Rest muss gerade warten. Wir setzen dich mal hier so hin. Und dann brauchen wir noch einen... Wo ist er denn? Schneider. Nee, nicht Schneider. Eine Weberei. Die setzen wir aber auch wieder hier hin. Militärmission, Militärschnaktion hier. Da ist das Eisen. Das dauernd gesuchte Eisen. Der Köhler ist wahrscheinlich auch schon pumpvoll. Ah nee, den haben wir noch nicht mal... Haben wir noch nicht mal besetzt. Ups. Hupsi! Ja, das war jetzt eventuell nicht so geplant. So, der Speicher steht. Dann tun wir da nochmal zwei Mitarbeiter reinsetzen. Da kommt dann Hopfen und Bier rein. Wo bringt der das jetzt hin? Rump, außenrum dahin, okay. Eieieiei. Doch gar nicht. Ah, der Wald ist auch schon schön stagniert. Als letztes setzen wir das dann hier hin. Dann sollen die hier anfangen abzubauen.
aber es kann gut werden. Das kann echt gut werden. Alter, habt ihr jetzt echt eine Straße? Mann! Warum? Weil es kürzer ist, oder? Oh Gott, das killt mich. Mir reicht. Nehmt doch einfach die Straßen einmal um die Ecke laufen, dann haben wir wenigstens hier die Felder. Mann! Ach Gott, das will ein Schäfer. So, bitte, nimm ein. Sei hippie, Schafe züchten. Ja, ich höre ja schon auf. Alles gut, alles gut. Der Weber steht auch. Jetzt haben wir eh schon wieder die Produktion. Oh, die Produktion müssen wir echt anheizen. Oh, 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 oh. Was an welcher Nahrung fehlt es denn? Das ist jetzt die Frage. Wahrscheinlich Fisch, oder? Fisch, ja, Fisch ist das Problem. Wir brauchen viel mehr Fischer. Aber ich verstehe nicht, warum sie sich nur mit Fisch zufrieden geben. Dann sollen sie halt mal ein paar Beeren wieder essen oder sowas. Aber warum immer Fisch? Ich brauche jetzt mal 3 Fische, mir scheißegal. Hier wird jetzt hochgeboomt. Wir sind in einer Boomwirtschaft. Boom, boom, boom. Ich sollte echt mal zum Therapie gehen. Nahrung hält sich. Klamotten ist ein Problem. Klamotten ist aktuell echt ein Problem, aber ich glaube, durch die zweite Farm jetzt plus nochmal einem Schneider, sollten wir jetzt wieder gut positiv werden. Wir werden jetzt auch so viel wieder ausgeben. Die Ausgaben werden jetzt so steigen durch 2 weitere Fischer, durch das ganze Zeug, um die nachzuhalten. Eieiei. Uncoole Sache. Aber wir haben uns relativ, sagen wir mal, zentralisiert gehalten. Das muss ich schon sagen. Guck mal, eine Hammelkeule. Mm, lecker. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Die Kirche hinten ist geil. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Drückt unbedingt auf die Glocke, damit ihr immer informiert werdet, wenn ein neues Video kommt. Ich vergesse das jedes Mal, obwohl es schon so lange da ist. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao. Everything changes.